Ein gebrauchter Bugatti Chiron kostet im Leasing, rate mal, 56.000 Euro. Ja, zugegeben, das ist schon ein bisschen übertrieben und auch für die meisten Unternehmer unmöglich zu stemmen, wenn wir mal ehrlich sind. Aber vielleicht hast du dir ja gerade einen schönen Firmenwagen ausgeguckt und was wäre da naheliegender, als das Auto einfach als Firmenwagen mit in die Firma zu nehmen und die Firma bezahlt alle Kosten dieses Fahrzeugs. Theoretisch gibt es auch Wege, wie das super gut funktioniert, aber für die allermeisten Fälle lauern hier tatsächlich ganz, ganz viele Steuerfallen und die möchte ich einmal mit dir zusammen durchgehen. Am Ende des Videos bekommst du allerdings auch noch einen Tipp, wie das ohne diese ganzen Steuerfallen funktioniert. Gerade bei der Anschaffung eines Firmenfahrzeugs und auch bei den Kosten werden ganz, ganz viele Fehler gemacht und die wichtigsten Steuerfallen, die zähle ich dir hier einmal auf. Fehler Nummer 1. Der Restwert wurde vergessen. Das passiert ganz, ganz häufig, wenn du schon mal einen Firmenwagen hattest und den natürlich dann auch in deiner Firma abgeschrieben hast. Und dann hat er vielleicht noch einen Buchwert von einem Euro, weil du ihn vollständig abgeschrieben hast. Der Firmenwagen hat ja aber in der Regel noch einen Wert. Ja, das können ein paar tausend Euro sein, das können auch ein paar zehntausend Euro sein, je nachdem, in welcher Kategorie wir hier unterwegs sind. Und viele vergessen das. Das heißt, wenn sie sich ein neues Fahrzeug holen, vergessen sie, dass sie das alte Fahrzeug ja entweder mit dem wirklichen Verkehrswert entnehmen und auch Entnahme versteuern müssen. Oder aber, dass sie natürlich, wenn sie sich ein neues Fahrzeug holen und das alte sozusagen in Zahlung geben, dafür dann ja auch wieder einen Gegenwert bekommen, den sie als Ertrag versteuern müssen. Und weil viele das halt vergessen, sind sie dann überrascht, dass steuerlich doch so ein bisschen eine Welle dann auf sie zukommt, weil man ja für diese Entnahmeversteuerung oder für diese Ertragsversteuerung dann auch wieder Steuern zahlen muss, und zwar auf das alte Fahrzeug, was ja schon steuerlich abgeschrieben worden ist und was man schon gedanklich ganz vergessen hat. Fehler Nummer 2, Kaufpreis statt Bruttolistenpreis für die Privatversteuerung heranziehen. Das ist leider immer noch ein Fehler, den ich sehr, sehr häufig sehe und den viele immer noch nicht ganz in ihrem Kopf bewusst haben, dass es ein großer Unterschied ist. Gerade zu Zeiten, wo ich natürlich hohe Rabatte auf Neuwagenpreise bekomme, so wie jetzt gerade auch, ist das für viele selbstverständlich, dass sie einfach den Kaufvertrag beim Steuerberater einreichen oder auch wenn du deine Steuererklärung selbst machst, hier einfach diesen Kaufpreis ansetzen, auch für die Privatversteuerung, also für die private Nutzung, die du natürlich auch wieder mit zum Beispiel der 1%-Regel versteuern musst. Und für diese 1%-Regel gilt aber eben nicht der Kaufpreis als Bemessungsgrundlage, sondern der sogenannte Bruttolistenpreis. Das heißt, du musst unbedingt darauf achten, wenn du ein Fahrzeug kaufst oder auch leasst, dass in diesen Papieren, die du vom Autohaus bekommst, auch eine Bescheinigung über den Bruttolistenpreis drin ist. Und was machst du, wenn du das Fahrzeug jetzt irgendwo privat gebraucht gekauft hast? Dann hast du natürlich in der Regel keine Bescheinigung über diesen Bruttolistenpreis. Aber auch dafür gibt es Lösungen, nämlich es gibt solche Datenbanken wie beispielsweise Schwacke. Und diese Schwacke, die kann zum Beispiel dir einen Bruttolistenpreis ausspucken für ein Fahrzeug, was jetzt nicht gerade irgendwie 18 Jahre alt ist oder so. Aber selbst da gibt es für die meisten Fahrzeuge auch noch Bruttolistenpreise. Also hole dir dort einen Auszug, weil das ist ganz, ganz wichtig, damit du nachher dem Finanzamt oder auch der Betriebsprüfung etwas vorlegen kannst und auch hier keine Fehler begehst. Weil wenn du hier den falschen Wert ansetzt und das gerät auch wieder in Vergessenheit, dann wunderst du dich, wenn auf einmal das Finanzamt mit einer dicken Nachzahlung auf dich zukommt, weil du diesen Wert falsch angesetzt hast. Und solche Nachzahlungen, das weißt du, die kommen immer zu den unmöglichsten Zeitpunkten, nämlich dann, wenn du sie gar nicht gebrauchen kannst. Also sorge hier dafür, dass das alles schon gleich richtig gemacht wird. Fehler Nummer 3. Fahrzeuge ohne Privatversteuerung im Unternehmen einfach so halten. Viele denken ja, das ist ja kein Problem, das geht auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn du sowieso mehrere Fahrzeuge in der Firma zur Verfügung hast oder auch wenn du sagst, ich mache mir jetzt hier eine Vereinbarung, dass ich das Fahrzeug nur betrieblich nutze und so weiter. Viele stellen sich das sehr, sehr einfach vor, ein Fahrzeug im Unternehmen zu fahren, die ganzen Kosten abzusetzen und gar keine Privatversteuerung vornehmen zu können. Und hier lauert einer der größten Steuerfallen, weil wenn du dich darum nicht sorgfältig kümmerst, dann hast du auch hier mit dicken, fetten Nachzahlungen zu rechnen. Denn auch hier ist es fast unmöglich, eine
Privatnutzung des Fahrzeugs ohne Versteuerung hinzubekommen. Es gibt allerdings doch einen Weg und den zeige ich dir oder verlinke ich dir auch am Ende dieses Videos. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, es gibt natürlich auch die Variante, dass du ein höherwertigeres Fahrzeug in deinem Privatvermögen hast und das nicht gerade vielleicht von der Ehefrau oder deinem Ehepartner gefahren wird, sondern wirklich auch nur dir zur Verfügung steht, dann hast du natürlich eine Situation, wo man durch ein Verbot der Privatnutzung in der Firma arrangieren kann, dass tatsächlich keine Privatversteuerung erforderlich ist. Aber das gilt wirklich nur in den Konstellationen, wo du ein höherwertigeres Fahrzeug auf der privaten Seite vorweisen kannst. Und da fragt der Finanzbeamte natürlich trotzdem nach, hast du vielleicht einen Ehepartner oder andere im Haushalt lebende Angehörige, die auch dieses Fahrzeug fahren? Das heißt, ein Fahrzeug deiner Mutter zum Beispiel kannst du nicht als solches hernehmen, sondern es muss wirklich dein Fahrzeug sein und es darf auch von niemandem sonst benutzt werden. Fehler Nummer 4. Supersportwagen als Firmenfahrzeuge. Das ist natürlich sehr, sehr beliebt und hier gibt es ein neues Urteil, was derzeit sehr beäugt wird, weil es natürlich das Aus für viele Sportwagen in der Firma bedeuten würde. Es ist nämlich so, das Gericht hat gesagt, naja, wenn du einen Supersportwagen in der Firma fährst, dann ist es ungeachtet der Tatsache, wie deine Firma steht, ungeachtet der Tatsache, ob deine Firma vielleicht selber sogar eine Rennlizenz hat und mit diesem Fahrzeug an Rennen teilnimmt, um einfach Aufmerksamkeit zu erregen, um Repräsentation zu betreiben sozusagen. Also ungeachtet dieser ganzen Mühen gilt das trotzdem als Privatvergnügen, weil sich das Finanzgericht eben auf einen Paragraphen im Einkommensteuerrecht bezogen hat, in dem halt einfach bestimmte Sachen vordefiniert stehen, also zum Beispiel eine Yacht oder ein Privatjet und ähnliches, die einfach nicht anerkannt werden als Betriebsausgaben. Und das hat eben das Finanzgericht hier gezogen und auch angewendet. Das Ganze liegt jetzt allerdings beim Bundesfinanzhof und der wird jetzt das Ganze nochmal anschauen und nochmal beurteilen, ob das Finanzgericht hier die richtige Entscheidung getroffen hat. Und wir warten also gespannt, was der Bundesfinanzhof aus dieser Entscheidung macht. Es besteht allerdings, wie gesagt, die Gefahr, dass gerade etwas teurere Sportwagen jetzt aus der Nummer Firmenfahrzeug komplett herausfallen. Fehler Nummer 5. Oldtimer als Firmenwagen. Auch hier gilt das Gleiche wie das, was ich eben schon gesagt habe bezüglich der Supersportwagen. Also es gibt eine Klausel im Einkommensteuerrecht, die besagt, dass eigentlich Oldtimer als Privatvergnügen gelten. Bei Oldtimern ist es natürlich sehr, sehr interessant, die trotzdem zu versuchen, als Firmenwagen durchzubekommen, weil die üblicherweise natürlich aus uralter Zeit sehr niedrige Bruttolistenpreise haben, aber relativ hohe Kaufpreise nach wie vor und dadurch hast du natürlich eine hohe Abschreibung auf das Fahrzeug bei gleichzeitig niedriger Privatversteuerung mit zum Beispiel der 1%-Regelung. Und deswegen mögen viele natürlich diese Vorteile in der Firma anwenden. Also du kannst es probieren. Es gibt sowohl Urteile, die das bestätigt haben, dass es geht. Es gibt aber auch Urteile, die eben nicht bestätigt haben, dass es geht. Es kommt also auch hier sehr auf den Einzelfall an, sehr auf die Details an, wie du genau das Fahrzeug nutzt, welche Argumente du hier liefern kannst, wie ansonsten dein Fuhrpark aussieht und so weiter und so fort. Und dementsprechend kannst du das natürlich mit deinem Steuerberater besprechen, ob diese Anforderungen auch genau getroffen werden können. Fehler Nummer 6. Mehrere Fahrzeuge und nur eins davon hast du privat versteuert. Du denkst dir, naja, ich habe doch mehrere Fahrzeuge in der Firma, aber ich sage dem Finanzamt, ich nutze immer nur dieses eine Fahrzeug, um damit meine Privatfahrten zu machen. Die anderen Fahrzeuge versteuere ich eben nicht. Oder anderer Fall, ich habe mehrere Fahrzeuge auf meinen Namen laufen. Mein Ehepartner ist auch in der Firma angestellt, aber natürlich sozialversicherungspflichtig, während ich sozialversicherungsfrei angestellt bin. Also lasse ich doch alle Fahrzeuge auf mich laufen, auf den Ehepartner lasse ich gar kein Fahrzeug laufen, damit ich mir an der Stelle die Sozialabgaben spare. Das kann auch eine Steuerfalle sein, denn wenn das Finanzamt oder natürlich auch der Rentenversicherungsprüfer an dieser Stelle einmal näher hinschaut, wird gegebenenfalls festgestellt, dass hier insbesondere eben Sozialabgaben unterschlagen worden sind. Und das kann natürlich nicht nur eine Steuerfalle sein, sondern wenn man das mit der Rentenversicherung zu tun hat, dann ist das natürlich als Sozialversicherungsträger nochmal eine andere Hausnummer. Und da musst du also, wie gesagt, sehr, sehr genau aufpassen. Und per se ist es schon so, dass du, wenn du mehrere Fahrzeuge hast, dass du natürlich jedes Fahrzeug, das du auch potenziell privat nutzt,
auch wirklich für die Privatversteuerung anmelden musst. Und wenn du natürlich mehrere Personen in der Firma hast, also mehrere Mitarbeiter, die auch auf dieselben Fahrzeuge zugreifen, dann kannst du die sogenannte Pool-Fahrzeugregelung anwenden. Das heißt, dann wird das Ganze nochmal pro Kopf sozusagen geteilt, also wie viele Menschen benutzen das Fahrzeug eigentlich. Dann kannst du hier von der Privatversteuerung her nochmal einen Anteil wegtun sozusagen, aber primär ist es schon so, dass du diese ganzen Fahrzeuge auch der Privatversteuerung zu unterwerfen hast, wenn du sie denn auch privat fährst. Fehler Nummer 7, Steuersparmodelle anwenden, die nur die betriebliche Nutzung vorsehen. Da gibt es ja den ein oder anderen Steuerhack, Steuertipp, der besagt, naja, kaufe doch ein Fahrzeug im Privatvermögen, beziehungsweise das soll bitte schön ein Ehepartner beispielsweise kaufen oder ein fremder Dritter. Und dieserjenige vermietet dann den von dir betrieblich gefahrenen Anteil an die Firma. So, und damit hast du ja nur den betrieblichen Anteil, den du wirklich betrieblich fährst, in der Firma als Betriebsausgabe. Und dadurch, dass da kein privater Anteil mehr mitvermietet wird, weil die Fahrzeugkosten dann natürlich auch nur anteilig sind, hast du die Privatversteuerung nicht zu machen, weil privat findet das ja schon, wie gesagt, in deinem Privatleben statt, diese private Nutzung. Das hat den ganz, ganz großen Nachteil, dass hier sehr, sehr streng geschaut wird vom Finanzamt. Und auch hier musst du natürlich diesen betrieblichen Anteil, den du fährst, in deiner Firma auch ermitteln und auch darlegen können. Zum Beispiel, indem du ein Fahrtenbuch führst über eine bestimmte Zeit. Und wenn sich nach dieser Zeit, wenn du das dann halt als gegeben annimmst, dieses Verhältnis, was du da ermittelt hast, wenn sich das nochmal ändern sollte, musst du wieder 3 Monate Fahrtenbuch führen. Und es kann sein, dass das Finanzamt trotzdem sagt, ich glaube dir nicht, weil ich habe Anhaltspunkte dafür, dass es vielleicht doch anders ist. So, und dann hast du nämlich die Diskussion und du hast jede Menge Aufwand nachzuweisen, wie hoch denn tatsächlich der betrieblich gefahrene Anteil ist und ob da nicht doch vielleicht eine Privatfahrt noch von dir zu versteuern ist in diesem Zusammenhang. Deswegen kann ich von diesen Steuersparmodellen nur abraten. Ich verrate dir aber jetzt mein wirkliches Steuersparmodell in diesem Bezug. Und zwar verlinke ich dir hier ein Video, ich weiß nicht, wo wir es verlinken, da oder da, in dem ich genau erkläre, wie es funktioniert, dass du tatsächlich zum Beispiel einen schönen Porsche als Firmenwagen fahren kannst, ohne Fahrtenbuch und ohne Privatversteuerung. Und das kannst du dir anschauen und anschließend können wir gerne nochmal über deine individuelle Situation sprechen und ob wir ein solches Steuersparmodell für dich umsetzen können. Ich freue mich auf dich. Bis dann.